Schienen liegen schon. Doch der neue Stuttgarter Tiefbahnhof wird noch mehr Verspätung haben als bislang angekündigt. Erst in rund 2,5 Jahren will die Deutsche Bahn das Milliardenprojekt offiziell eröffnen. Bis dahin soll auf jeden Fall der jetzige Kopfbahnhof in Betrieb bleiben. Das gab die Bahn heute bekannt. Wir werden den Fahrplan auch auf Basis der alten Infrastruktur machen. Wir werden dann sukzessive die neue Infrastruktur testen und hochfahren mit der Möglichkeit, immer wieder auf die alte Infrastruktur zurückfallen zu können. Das bedeutet für die Fahrgäste maximale Stabilität. Es bedeutet ausreichend Testmöglichkeiten. Also bis Ende 2026 eine Kombination aus Kopf- und Tiefbahnhof. Der bekommt digitale Sicherungstechnik. Genau die sorgt aber für die erneute Verspätung. Die letzte? Das Projekt selber, die Inbetriebnahme, das will ich sagen, bleibt ambitioniert. Ich bleibe bei meinem Spruch, einstweilen wird er im Dezember 2026 in Betrieb genommen. Einstweilen. Stuttgarts OB Nobber bezeichnete die Verschiebung der Inbetriebnahme als ernüchternd und auch enttäuschend. Noch später als Ende 2026 dürfe es aber nicht werden. Sofern dies anders sein sollte, ich habe Herrn Huber bereits vorgewarnt, werden wir nicht nur ungeduldig, sondern auch ungemütlich. Denn für die Stadt Stuttgart bedeutet jede Verschiebung eine weitere Verspätung beim Baustart des geplanten neuen Stadtviertels auf dem Gleisvorfeld. Und die Fahrgäste, die sind Verspätungen bei der Deutschen Bahn gewohnt. Es wundert mich nicht bei der Planung, dass sie sich verlängert. Ich finde es natürlich schade, aber lieber gescheit wie gar nicht. Da habe ich keine Meinung dazu, weil da kann man keine haben. Die man heute hat, ist schon von gestern. Sie werden es erleben, das wird wieder nichts. Offensichtlich ist also nur die Deutsche Bahn zuversichtlich, dass es Ende 2026 klappt, ohne weitere Verspätung.